Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Murdered Soul Suspect. Nachdem wir nun endlich in der Wohnung angekommen sind, aus der wir rausgeflogen sind sozusagen, sollen wir jetzt nach Hinweisen suchen, was hier passiert ist, beziehungsweise warum der Mörder hier war. Und ja, fangen jetzt einfach mal an. Eine Primärwaffe. Ich hatte zwei Waffen und konnte es nicht mit ihm aufnehmen. Himmel. Stimmt, unsere Zweitwaffe lag ja unten auf der Straße. Das haben wir uns gar nicht angeguckt in der letzten Folge. Baxter hat sich nach einer der vermissten Mieterinnen erkundigt. Okay. Sieht ziemlich zielsicher aus. Suchend, ne? Ah ja, passt. Der Glockenmörder hat nach etwas gesucht oder nach jemandem. Wonach hat er gesucht? Oder nach wem? Tja. Ein- oder auspacken. Gepackter Koffer. Wenn jemand für die Abreise gepackt hat, warum sollten sie das zurücklassen? Berechtigte Frage. Psychologische Kinderzeichnungen. Geheimnisvolle Zeichnungen. Arbeitet die Mieterin mit Kindern. Die scheinen psychologische Skizzen zu sein. Geschichte ansehen. Eine Reihe mysteriöser Erinnerungen gesammelt. Okay, ein nasses Grab. Gut, das hatte ich beim ersten Durchgang nicht zusammen. Also fangen wir doch einfach mal an, uns die Flashbacks anzusehen. Ich erinnere mich noch immer an die Anzeige für die Regal Apartments in der Zeitung. Viele sahen in ihnen nur schäbige, heruntergekommene Löcher. Aber ich sah einen Ort mit Geschichte und Charakter. Ein Ort voller künstlerischer Inspiration. Bald war ich offizieller Mieter von Apartment 3A. Im Rückblick wünschte ich wäre dort nie eingezogen. Meine neue Wohnung hatte mehr Charakter als erwartet. Die Teppiche waren merkwürdig feucht, die Rohre rostig und ich konnte den Mieter unter mir hören, der gegen die Wände schlug und lauthals schrie. Sicher, es gab noch andere Probleme, aber mit denen konnte ich leben. Womit ich nicht leben konnte, war Duschen mit braunem Wasser. Mysteriöse, undichte Stellen, die den Teppich schimmeln ließen und dem nervigen Nachbarn. Ich rief den Klempner, der ankam, als ich gerade ein Wörtchen mit dem Typen unter mir reden wollte. Als ich ihm die nassen Stellen auf dem Teppich zeigte, kratzte er sich am Kopf und erklärte, nichts leckte und der Grund sei vermutlich, dass ich etwas verschüttet hätte, ohne es zu merken. Hielt der Typ mich für dämlich? Ich hatte nichts verschüttet. Er entschuldigte sich, zuckte mit den Schultern und meinte, ohne Leck gäbe es nichts, was er tun könnte. Er machte mit der Dusche weiter. Zum Glück hatte das Wasser kein Problem damit, braun zu werden. Er dachte, es könnte am rostigen Boiler liegen und ging, um ihn sich anzusehen. Ich nutzte die Gelegenheit, um mich um den Mieter unter mir zu kümmern. Ich klopfte, aber niemand antwortete. Die lauteste Wohnung des ganzen Hauses war völlig still. Ich versuchte, die Tür zu öffnen und rechnete damit, dass sie verschlossen war, aber sie ging einfach auf. Der Raum war leer und die unheimliche Stille wurde von langsamen, feuchten Schrittgeräuschen unterbrochen. Ich sah noch immer niemanden, doch zu meinem Entsetzen erschienen auf dem Boden nasse Fußabdrücke, die auf mich zukamen. In diesem Moment hörte ich den Klempner aus dem Boilerraum unten schreien. Als ich unten ankam, war der Klempner fort, aber er hatte den Grund für das braune Wasser gefunden. In dem alten Boiler fand sich eine aufgeblähte, verfaulende Leiche, deren weit aufgerissene Augen mich vergeblich flehend anstarrten. Die Polizei ermittelt noch in dem Mord und der Vermieter hat versprochen, den Boilerraum zu renovieren. 3A ist wieder zu haben. Ich bezweifle,
dass ich mich je wieder sauber fühlen werde. Oha. Uah. Aber schön erzählt. Finde ich gut. Da sammelt man doch gerne. Macht echt Spaß. Das ist Grab. Okay, da gibt's mehrere. Irgendwie. Die haben wir uns schon angesehen. Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Oh, jetzt mal nicht so pessimistisch. Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Na, der hat wirklich, wirklich viele Gedanken, würde ich sagen. Der denkt mächtig viel. Passt mal auf. Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Ja, denkt nicht so viel. Mhm. Statusabfrage der Vermisstenmeldung, bitte beachten. Das ist dieselbe Cassandra Foster, die gelegentlich als beratendes Medium mit der Polizei Salems gearbeitet hat. Mhm. Statusabfrage der Vermisstenmeldung. Eine der vermissten Mieterinnen, Cassandra Foster, hat als beratendes Medium für die Polizei gearbeitet. Ach, Tatsache, das habe ich doch gerade schon vorgelesen. Ich weiß nicht, wie das noch enden soll. Der Mörder ist der Polizei ein Rätsel und ein lauernder Schatten in meinem Leben. Wenn ich Joy nur irgendwie schützen könnte, ich würde alles tun. Sie sogar wegstoßen, solange sie dann sicher ist. Hm. Sorge um Joys Sicherheit. Cassandras Hauptsorge ist die Sicherheit. Verständlich. Zerbrochen. Gebrochenes Fenster. Das Fenster, aus dem der Mörder mich geworfen hat. Mann, der hat einen Blick für das Offensichtliche. Unglaublich. Mein letzter Kampf. Beschädigte Wand. Ich wurde ziemlich übel herumgeworfen. Der Typ ist stark. Hm. Noch was? Anzeichen eines Kampfes, so. Meine Konfrontation mit dem Mörder hat zu einem wilden Kampf geführt. Ein wilder Kampf. Von 14 Hinweisen. Steht da. Was? Nö. Verängstigt ist er, würde ich sagen. Boah. Find weniger eingreifend. Ich verstecke. Beobachten. Aha. Sich versteckende Zeugin. Es gab eine Zeugin meines Kampfes mit dem Mörder. Was hat sie gesehen? Tja. Okay. Polizeiwagen. Ich muss die Untersuchung abschließen, bevor ich hier weg kann. Tja. Warum war der Mörder hier? Ihr? Umdrehen. Sie sind verhaftet.
Tor. Bin ich also reingeplatzt? War er hinter dem Mädchen her? Wo ist sie hin? Gute Fragen. Wohin ist das Mädchen gegangen? Aus dem Fenster raus. Mögliches Ziel, der Mörder ist vielleicht hinter dem Mädchen her. 10 von 14 Hinweise. Spirituell. Ein Buch über Geister und verschiedene Reiche. Sieht aus wie die Zeugin, aber was ist noch Wichtiges? Frage? Ist hier sonst wo irgendwo noch was aufdecken? Ja, glaube ich, das haben wir schon. War auch schon. Drin. Draußen war auch ein Alten da. Schon alles gesehen. Gut. Beeinflussen wir den Guten doch mal. Nicht zu erkennende Fotos. Ja. Ich sollte Rex dieses Foto für die Vermisstenmeldung geben. Fotos der Zeugin als Beweise eingesammelt. Kann ich aus ihnen ableiten, wo sie hin ist? Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Ja. Fokussieren. Ja, was macht diese Geräusche? Sie selbst. Nö, die Verwandten. Na gut. Ja, der Priester macht das doch nicht, aber gut. Pater, gibt es einen Ort, an dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile. Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Und da haben wir 14 von 14. So. Die Kirche, die Zirkeln hält sich in der nahegelegenen Kirche auf. Okay. Aus dem Fenster geflogen, auf der Straße erschossen und du siehst dich nicht mal nach Zeugen um? Dieses Mädchen ist meine einzige Spur. Ich muss sie finden. Na dann. Abmarsch. Ich weiß, es kann mich nicht umbringen, aber ich hasse Höhlen trotzdem. Mein einziger Hinweis. Ich muss das Mädchen, die Zeugin finden und rauskriegen, was sie weiß. Stimmt. Finde die Zeugin. Die Zeugin ist mein einziger Hinweis. Ich muss sie finden. Die Kirche ist meine größte Chance. Ach, immer diese schönen Wiederholungen. Ist da was? Ist da was? Kann ich das aufdecken? Oh. Mein Leben überdenken. Der Tag, an dem alles für mich starb. Das Ende von für immer. Daran zu denken ist surreal. Ich mache jedes Mal augenblicklich eine außerkörperliche Erfahrung durch. Sehe mich selbst in diesem Moment. Nachdem sie versuchte, einen Streit zwischen zwei Männern auf der Straße zu schlichten. Zwei ihr völlig Fremde, von denen sie einer grundlos erstechen würde. Sie starb, weil sie helfen wollte. Das Arschloch ist davongekommen.
Wenn ich nur eine Minute früher gekommen wäre, wäre mein Leben anders, besser. Und sie würde nicht fort sein. Ja, echt mies. Sieh sein, Baxter hat ihn gehasst. Das beruhte aber auf Gegenseitigkeit. Ronan hatte Ecken und Kanten. Aber Baxter ist auch nicht gerade ein Kuschelbär. Ja, aber du glaubst doch nicht, dass er... Ich meine, einen anderen Cop? Oder sonst wen? In diesem Job bin ich mit jedem Tag weniger überrascht, wozu Leute so in der Lage sind. Baxters und Ronans Feindseligkeit. Cops fragen sich, ob Baxter Ronan genug gehasst hat, um ihn umzubringen. Tja. Wer weiß. Komm ich... Oh. Von Baxter schikaniert. Julias Gedanken. Harter Arbeitstag für meinen Mann. Es dauerte eine Weile, bis er darüber reden konnte. Aber dieser Baxter scheint extrem feindlich gegenüber Ronan zu sein. Und es gibt nichts, was er dagegen tut. Es ist ein Mysterium, warum dort so viel Feindseligkeit herrscht. Ronan hat nie etwas getan, um ihn zu verärgern. Aber Baxter beschloss zu wissen, was für ein Mensch Ronan ist. Und nichts überzeugt ihn vom Gegenteil. Manche Leute lernen es nie. Ja, das ist leider ziemlich wahr, würde ich sagen. Kommen wir nirgendwo hin? Mal so weiterlaufen. Dass ich irgendwie immer irgendwelchen Dinge... hallo Lady. Nein? Irgendwelchen Dingern ausweiche, aber da können wir durchlaufen. Da auch nicht. Da auch nicht. Ist auf dem Boden. Irgendwas machen. So. Ha. Infos zu meinem Mörder. G. Soderberg, Familienfoto. Sie hatte so viel Potenzial. Das ist ein furchtbarer Schock, gerade jetzt. Sie wurde am Smith College angenommen und war auf dem Zug vorbereitet. Oh je. Diese Mörder. Immer diese. Da? Ich würde den Boss sofort der Hexerei beschuldigen. Was? Ich wünschte, Geister wären real und man könnte einfach mit ihnen reden. Ja, guck mal. Hallo. Nichts machen. Noch will ich irgendwie nicht runter. Doch was? Wieder Julias Gedanken. Dieses Auto-Tattoo. Ich musste nicht mal nach dem Tattoo zum Autodiebstahl fragen. Ich hasse es. Es ist protzig, geschmacklos, gewöhnlich. Er kann mein Missfallen spüren, aber ich schätze, es ist zu spät. Alle Tattoos bringen die Gefahr des Bedauerns mit sich. Naja, Tattoos halt. Tattoos. Das klingt eher wie die Band. Need gas. Noch 15. Ach, auch nur 15. Na dann. Gut, dann sind es jetzt nur noch 14. Hat sich gelohnt. Oh Gott, die sieht irgendwie... Nicht weinen. Hör mal, ich weiß nicht, ob ich irgendwas tun kann, aber du scheinst Hilfe gebrauchen zu können. Ich weiß nicht, wie ich hierher kam. Oder wo dieses hier überhaupt ist.
Ich kann mich nicht erinnern, was mit mir passiert ist. Warum bin ich so? Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, Kleine. Aber wenn du hier bist, bist du tot. Ich wusste es. Sieh mal, mir geht es ähnlich. Ich war früher Detective. Ich werde mich mal umsehen und versuchen, etwas zu finden, das Licht in die Sache bringen kann. Ich weiß nicht mal, wo du anfangen könntest. Erinnerst du dich an irgendetwas? Egal wie unbedeutend. Manchmal ist das kleinste Detail entscheidend. Ich erinnere mich an viele Leute. Und an ein Ruderboot. Alle hatten Angst. Ich sehe immer wieder den Namen Mona Hansett. Das ist ein Anfang. Mal sehen, was ich tun kann. Okay, die Mona Hansett. Sie scheint sich nicht an viel erinnern zu können. Ich frage mich, worauf sich der Name Mona Hansett bezieht. Das werden wir gleich herausfinden. So, jetzt wackelt mir zu doll. So, danke. Das ist ihr Nachruf. Sie ist gestorben, als ihr Ruderboot kenterte und sank. Ihre Leiche wurde nie gefunden. Oha. Der Nachruf des Mädchens. Er sagt, sie saß kurz vor ihr mit einem Ruderboot, das zur sinkenden Mona Hansett zurückkehrt. Aha. Was hat sie in einem Ruderboot gemacht? Kerzen. Die Jahre werden ein Haufen Kerzen hier. Die meisten sehen nach Gebetskerzen aus. Zeugenbeschreibung der Augen. Zeuge sah das Gesicht des Verdächtigen nur kurz, viel vom Gesicht verdeckt. Aber der Verdächtige schien ein weißer Mann mit blauen Augen zu sein. Wir kommen ihm noch auf die Schliche. Bestimmt. Gerahmtes Bild. Ein Bild der Überlebenden des Mona Hansett Dampferwracks. Okay. Oh. Da steht etwas. Wir werden dich sehr vermissen. Du bist eine Heldin für uns alle. Für uns alle. Klingt, als verdanke ihr mehr als nur einer das Leben. Hm? Blumenbouquet. Der Zettel an den Blumen sagt, wir werden dich sehr vermissen, du bist eine Heldin für uns alle. In der Tat, das hat er ja gerade schon erwähnt. Sieht wie ein Art Denkmal aus. Ich wette, die Leute haben mehr als nur das hier gelassen. Es zu finden, könnte mir helfen, alles zusammenzufügen. Gedenkstätte am Strand. Es sieht aus, als sei hier ein liebevoller Tribut hinterlassen worden. Ich frage mich, ob es etwas mit dem Mädchen ist. Oha. Weniger wichtig. Och, Menno. Als die Mona Hansett sank, war sie kein Opfer. Sie war eine Heldin. Sie hat viele Leute gerettet, bevor ihr Boot sank. Sie muss wissen, wie viel sie diesen Menschen bedeutet hat. Geschichte. Die Frau war eine Heldin. Ihre Taten retteten viele Leben. Als der Mona Hansett Darm versank. Oh, das werden wir der Guten doch gleich mal erzählen. Was gefunden? Der Name, an den du dich erinnerst, Mona Hansett, war ein Dampfer, der direkt vom Hafen Salems gesunken ist. Wenn du nicht gewesen wärst, wären eine Menge Leute gestorben. Du bist eine Heldin. Wenn ich alle gerettet habe, wie bin ich dann gestorben?
Nein, nein, du hast nicht alle gerettet, aber du hast es versucht. Dein Boot ist gekentert. Ich kann nicht schwimmen. Also muss ich ertrunken sein. Tut mir leid. Nein, das braucht dir nicht leid zu tun. Dank dir fühle ich statt Angst und Trauer Stolz. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich es nie gewusst. Ich danke dir aus der Tiefe meines Herzens. Ich habe gern geholfen. Gut. Uns hier nochmal um. Gehen? Würde ich sagen, verabschiede ich mich für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, also bis dahin. Ciao!